So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Runde Mario Maker 2 Version 3.0 und ich gehe erstmal wieder auf mein Sternchen hier. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wo wir überhaupt jetzt gedanklich stehen geblieben sind. Deswegen aktualisieren wir erstmal die Seite und gucken, ob was Neues da ist. Dann hat sich nämlich gleich alles erledigt. Okay, Boost Bo lasse ich erstmal aus. Das sind dann wieder recht viele Sachen. Will erst so die einzelnen Geschichten mir angucken. Fabi hat zum Beispiel wieder ein einzelnes Level hochgeladen. Ich weiß nicht, ob der... Wait, der hat mittlerweile auch eine Welt. 5 Level. Jetzt stellt sich mir die Frage... Sind das Level, die wir schon gespielt haben, die er da jetzt eingebaut, oder hat der neue Level dafür gebaut? Weil wenn ich mir das hier so angucke, ne? Alles, was er gebaut hat, haben wir schon gespielt. Bis auf das da oben halt. Deswegen werde ich jetzt nicht die Welt spielen, weil in der Welt können doch dann nur Level sein, die hier auch... Moment, ich muss niesen. Entschuldigung. Die hier auch drin sind. Ne? Kann ja nicht anders sein. Es müssten jetzt Level sein... anders kann ich es mir nicht vorstellen. Haben wir ja gesehen. Deswegen werden wir einfach das Level einzeln spielen. Solitary Skull Sand. Aber klärt mich auf, wenn er da andere Level drin hat, dann kann ich das natürlich auch nochmal spielen. Aber ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Ich denke, das sind alles Level, die wir kennen. Und wenn wir das hier gespielt haben, erst recht. Okay, da kann man rein. Ah, das scheint mir der Bonusabschnitt zu sein. Kommt das wieder? Oder muss ich jetzt... Ah, ich habe nur einen Versuch. RIP. Ich muss also immer da rein und raus, okay. Dann warte ich das mal lieber ab, bis das Ding auch runterkommt. So nämlich. Yay! Okay. Dafür, dass es nur ein Bonus ist, kann man das schon machen mit nur einem Versuch. Finde ich okay. So. Oh, okay, die kommen nicht hoch. Das ist doch schon mal gut. Okay. Power up. Yes. Sehr schön. Okay, das wird so ein Wartelevel, weil wir immer wieder auf die Dinger warten müssen. Da ist der Checkpoint. Solche Wartelevel, Da reizt es mich dann immer einfach durchzurennen. So, weil ich nicht warten will. Dann bin ich ungeduldig. Aber vielleicht ist es auch kein Wartelevel und es ist jetzt nur den Eindruck. Wir werden es sehen. Das war nicht so gut. Dann können wir mal kurz gucken, was da oben eigentlich ist. Ach, eine Coin. Hab nämlich gesehen, da ist was, aber ich wusste nicht was. Wie auch, wenn ich nicht hinklicke. So, jetzt können wir hier die Shell auch losschicken. Wie das eigentlich gedacht war. Leben! Wow. Und leben! Oh. Okay. Dann nicht. So, jetzt rennen wir aber da direkt... Achso, das war ja gar nicht hier. Das war ja hier im nächsten Raum. Hier habe ich Quatsch gemacht. So, einfach drüber. Einfach drüber und alles ist gut. Okay. Können wir das gerade vergessen? Ihr habt nichts gesehen, okay? Ihr habt wirklich nichts gesehen. Ich habe mich nicht gerade komplett blamiert. Nein, nein. Ihr habt nichts gesehen. Gut. Haben wir das geklärt. Vielleicht verliere ich diesmal da hinten an dem Koopa auch nicht gleich den Pilz. Wie wär's damit? Dankeschön. Vielleicht verliere ich jetzt auch nicht den Pilz hier an dem Viech. Dankeschön. Also, na, manchmal stellt man sich schon echt selten dämlich an. Und hier ist eh das Ziel. Ja, hab ich mir gedacht. Okay. Ziel. Goal. Okay. Schönes, kurzes Level.
Gut. Chill out Block Search. Das sieht aber machbar aus. Da hat er mal was Normales gebaut, der Maddie offensichtlich. Gucken wir mal, was hier los ist. Rätsel. Ich brauche einen Schlüssel. Gottes Willen, bin ich gerade erschrocken. Okay, irgendwo musste er ja sein. Ja, dann wird er wohl hier sein. Oder auch nicht. Ah, ist jetzt schon ein bisschen größer, der Abschnitt. Er könnte jetzt in jedem Block eigentlich drin sein. Weil das wieder zu simpel wäre. Huch. Da auch nicht. Ich habe das Gefühl, die Wolken außenrum sagen mir irgendwie irgendwas, aber so ganz verstehe ich die Botschaft Hä? Okay. Ich habe doch schon wieder irgendwas. Das ist doch kein reines Suchen. Ich muss hier doch irgendwas beachten. Irgendwas hat er sich doch dabei gedacht. Es ist ja hier kein wildes Rum. Ich guck noch mal, ich guck mir das noch mal an. Also gibt's hier irgendwie einen Hinweis darauf, dass der Block hier ist? Kann ich in dieser Form irgendwie diesen Hinweis erkennen? Nicht wirklich, oder? Also ich sehe nichts in den Formen. In den Formen sehe ich absolut keinen Hinweis, nee. Bin ich einfach doof gerade? Oder ist der wirklich einfach nur random versteckt? Ohne Hinweis. Das wäre ja komplett dumm. Kann doch hier nicht zufällig nach einem Schlüssel suchen müssen. Das ist doch... Nee, das kann es nicht sein. Es muss irgendeinen Trick geben. Aber ich habe halt keine Ahnung, ne? So, hier sind die drei Blöcke, aber die nützen mir ja auch nichts. Es kann, so wie ich das mache, kann es nicht gedacht sein. Niemals. Hier war ja auch noch ein Block. Irgendwas... Oh, wait. Nee, die zeigen mir auch nichts an, oder? Nee, das sind irgendwelche anderen Blöcke. Es kann eigentlich nur noch hier... Ah, okay. Okay, der war aber schon ein bisschen speziell tatsächlich, da so in dieser Lücke. Okay, der war ein bisschen speziell. Okay, aber dann ist es schon so, dass die Umgebung außen mir nichts verrät. Und ich schon eher nach auffälligen Orten gucken muss. So, das hier oben sind zwar auffällige Orte, aber zu wenig auffällig für meine Begriffe. Das da, ganz oben wäre so ein auffälliger Ort. Oder da.
Oh, oder hier. Und da ist sogar ein Leben. Aber das war's noch. Da, aber da oben, über dem, hier, über dem. Das finde ich auffällig. Das hier. Hey, kann ich den gar nicht hochwerfen? Ein SMB3 wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann hat sich das wohl erledigt. Oh, wait, da kommt man doch hoch. Ah, schade. Ich hätte es jetzt gedacht. Ich wollte ihn noch gar nicht loslassen. Ah, jetzt wollte ich den hier eigentlich auch noch checken. Aber das wäre wieder zu simpel, wenn es in einem von den Blöcken drin ist. Das wäre wieder zu simpel. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Wow. Da ist einfach mal noch ein Block. Okay, wir haben die Lücke da oben noch. Und halt hier diese in der Luft. Ah, die sind ja auch schon fast wieder zu... Ah, naja, wobei sie sind gar nicht so einfach zu erreichen. Aber sie werden halt offensichtlich. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Sie sind zwar nicht so simpel zu bekommen. Komm schon. Aber wenn ich die Blöcke habe, ich lasse den jetzt einfach aus. Ich brauche den gar nicht für das, was ich vorhab. Wenn ich die Blöcke habe, wenn ich die Blöcke habe, kann ich... Ah, kann ich doch nicht. Musste doch mitnehmen. Okay. Nehmen wir den halt doch mit. Nein! Jetzt... Gibt's doch nicht. Dankeschön. Meine Güte, war das eine schwere Geburt jetzt wieder hier. So. Kann ich jetzt die hier oben mitnehmen? Beziehungsweise auch die Lücke da oben. Nice. Okay. Checkpoint. Keine Checkpoint City, sonst schimpft Sonne wieder, weil ich andere YouTuber nachmache. Ja, ich gewöhne mir das immer so an. Das ist tatsächlich... ich weiß auch nicht. Ich gewöhne mir Sprechweisen von anderen immer ganz gerne an, wenn ich sie zu lange gucke. Dann rede ich immer wie die. Es ist gar nicht mal absichtlich. Ich schwöre. Oh wow, wir bauen eine Brücke. Und hier unten wird gleich eine... Okay... Was jetzt da unten passiert? Ah, ich hätte jetzt schwören können, hier ist jetzt irgendwie ein Block oder sowas. Oh. Okay, das ist diese andere Art von Block. Ah, wait. Hier genauso. Okay. Ah, da oben ist das auch nochmal. Yo! Okay, da oben ist der Schlüssel. Meine Vermutung, aber wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Oh! Wow, das ergibt Sinn. Jetzt machen wir das hier wieder auf. Schmeißen das da... Huch! Ach so. Schmeißen das hier hoch. Und ab nach oben. Ach, komm schon. es war zu offensichtlich. Schade. Vielleicht der obere? Wo haben wir... Oh, da oben haben wir auch noch mal. Okay.
So? No, es reicht nicht. Wie mache ich das denn jetzt am blödsten? Nee, ich will den da oben drauflegen. Aber der lässt ihn dann nicht... Ja, so. Es reicht nicht. Wie komme ich denn jetzt... Oh. Da war wohl die Zeit vorbei. Ja, moin. Ach, ich muss erst die Brücke machen. Okay. Da haben wir jetzt wohl ein bisschen mehr Zeit. Also die Mitte war offen. So. Damit kann ich mir jetzt das Springboard holen. Habe ich hier auch schon mal reingeguckt? Ja. Also, weiß ich nicht, aber da ist jedenfalls nichts. Aber dann ist... Ah, warte mal. Hier ist noch... Ja, aber die hatte ich ja auch schon, die Blöcke, oder? Nein, den da hatte ich nicht. Den da hatte ich nicht. Und jetzt komme ich da oben ran. Ne, komme ich nicht. Scheiße. Hä? Ich komme da nicht ran. Von dem aus komme ich da nicht hoch. Hier ist aber auch kein anderer Block. Okay, dann muss ich mal den Schlüsselteil hier ausprobieren. Hier könnte auch Zeug drin sein. Oh, beziehungsweise oben drüber. Oben drüber könnte auch Zeug sein. Ja, das ist wahr. Hier nämlich, so die ganze Reihe lang. War aber nicht. Was ist hier oben? Yes! Altes Springboard nehmen wir mit. Weil wir es können. Sehr schön. Achso, das ist eh die Zielrunde. Dann ist das Springboard irrelevant. Cool. Cool. Also es war dann, nach einer Weile hat man schon gemerkt, dass die nicht random versteckt sind, sondern schon platziert. Aber, ja. Aber man muss erstmal ein bisschen überlegen. Gut. So. Das hat man alles schon festgestellt, dass wir das nicht spielen wollen. Hier war die Welt von Trivi. Amazing Frog haben wir uns auf jeden Fall noch nicht angeguckt. 2,46%. Auf geht's. 17 Minuten, Sekunden. Can you cross the bridge? Wir werden sehen, ob wir das können. Können wir die Brücke crossen? Gib mir erstmal... Yo! Ich muss mit Frosch ins Ziel. Ach, und er schießt. Und dann passieren wilde Dinge. Ah, ich muss vor dem Ding laufen. Okay. Ach so, deswegen habe ich auch... Ja, deswegen habe ich auch den Frosch, weil mit dem Springboard und Frosch kann ich dann rennen. Verstanden. Dann laufe ich nämlich auf Wasser. Na, jetzt nicht mehr. Okay. Dann muss ich über... Okay. Boah, der trifft aber, geht aber ganz schön weit, der Kollege, ne? Ich nehme jetzt nicht an, dass ich noch den Frosch da hinten kriege. Muss ich mich da kurz ducken, oder wie ist das gedacht? Na, so nicht.
Sobald ich halt nicht mehr renne, kann ich es mit dem Vorstand eh schon wieder vergessen. Ja, und ohne sowieso. Aber man käme jetzt durch. Das wäre jetzt nicht mehr das Problem. Wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt den Frosch hätte, käme ich durch. Okay. Also eigentlich ist nur der Anfang mit dem Laser komisch. Aber da renne ich noch nicht. Da lande ich noch nicht auf dem Wasser. Ah. Oh, wait. Kann ich eigentlich? Kann ich? Was kann ich? Kann ich Folgendes tun? Das war nicht, was ich tun wollte. Nee. Aber ich darf auch nicht auf den warten. Ich muss, denke ich, schon vor dem Ding laufen. Aber ich muss... diesem ersten Laser muss ich ausweichen. Wenn ich dem Laser ausgewichen bin, dann ist der Rest okay, weil dann renne ich. Aber ich muss erst mal zum Rennen kommen. Oh, ich kann... Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich kann dem ausweichen. Mist. Okay, okay, verstanden. Ich kann dem ausweichen. Indem ich einfach rechtzeitig springe. Das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Ah, und ich darf... Okay. 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 Aber jetzt hätt's... Alter, das muss ich anders timen. Das hat doch nicht funktioniert, wie ich wollte. Das muss ich anders timen. Oh. Muss ich dann doch vorher mal springen? So, hier funktioniert das ganz gut. Ah, natürlich, am Wasser. Wenn ich im Wasser bin, springe ich drüber. Und dann bin ich weg von dem Vieh. Okay, alles klar. Ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich meine Ruhe. Meine Ruhe. Ist eigentlich wirklich nur das, der Anfang des Problems, zu verstehen, was man... Ah, ja, ich bin halt echt dumm. Zu verstehen, was man tun muss. Und dann müsste der Rest voll okay gehen. Weil dann ist das dumme Ding da weg. Und das ist eigentlich nur das Problem, das Ding da. Alles andere geht ja dann klar. Und jetzt muss ich mich überhaupt nicht mehr um den da hinten kümmern. Der kommt gar nicht mehr an mich ran. Und ich renn... Wie blöd kann denn ein einzelner Mensch sein, dass ich jedes Mal in diesen Sägen unten reinrenne? Ei. Einfach ein bisschen mehr Geduld haben, dann ist das auch kein Thema. Nein! Jetzt war ich zum Schluss wieder ungeduldig. Warum? Warum war ich jetzt wieder ungeduldig? Das ist so einfach. Schaffen wir locker. Das einzige Problem in dem Level ist zu verstehen, was man tun muss. Wenn man dann die Strategie hat, ist vorbei. Also in Pop... Im positiven Sinne! Nein! Hasse alles! Es ist doch nicht viel! Es ist doch nicht viel, was ich tun muss!
So, Mama ist halt lame. Dann komme ich gerade so ins Ziel. Aber... ha. Es ist so einfach. Ich habe mich viel zu lange aufgehalten an dem Level. Ach Gott, ach Gott. Viel zu lange aufgehalten. Okay. Lemmy's Badlands von Luzi. 0,84%. Just a few steps until you face Lemmy. Die few steps sind anscheinend sehr schwer zu bewältigen. Deswegen gucken wir nur kurz rein. Fürs Ende des Parts. Ich gehe jetzt nämlich nicht davon aus, dass diese few steps... dass wir die sehen werden. Irgendwann. So, lass mich in Ruhe. Gib mir den Pilz. Dankeschön. Ich muss oben rum. Damit ich hier nicht getroffen bin. Yo! Das Ding geht daran kaputt, okay. Oh. Der trifft mich an der Stelle schon voll. Ja, gut. Ja, gut. Bin ich gerade echt so blöd? Der Teil bisher ist nicht schwierig, ja. Oh. So, hier war der Pilz. Du machst einen Abflug. Du hilfst mir hier rüber. Ah, da wäre ich auch getroffen. Checkpoint! Nice. So, da oben ist ein eingekerkerter Lemmy. Okay. Oh, shit. Wait, brauche ich den? Wegen den Kanonen? Wait, what? Muss ich mit den Kanonen ihn da oben... Oh. Oh, ich muss die Kanonen hier reinfeuern, oder was? Nee, hä? Wie soll ich das denn machen? Da oben drauf oder was? Und dann geht die Kanone dahin. Au, da ging was ganz anderes dahin. Alter. Ich meine, wenn ich hier weitergehe, geht es ja nicht weiter. Da kommt der Pfeil und sagt, du sollst nach links. Alter. Ich muss wahrscheinlich die Raketen da irgendwie reinlenken. Oh! Oh, das hat ja sogar gar nicht so verkehrt, sah ja gar nicht so verkehrt aus, ne? Also da hoch, dann so ein bisschen rumlenken. Das war's auch schon. Hier, da, geh da hin. Da hoch. Nee. Die muss gleich zu mir und dann da hoch. Nice.
Das hat funktioniert. Ah, die geben nämlich Gas, wenn die mich sehen. Hat es getroffen? Nee, ne? Das hat auch nicht getroffen. Die muss noch motivierter sein. Nee. Die muss ein bisschen später hoch, aber dann muss sie halt richtig hoch. Oh je. Jetzt rüber. Yes, der Hund ist weg. Das ist doch auch schon mal was. Glaube ich. Kann ich ihn jetzt nicht selber erwischen? Würde das funktionieren? Schwierig. Schwierig. Ich glaube nicht. Verdammt. Okay. Mist. Aber verstanden. Nein! Das hat nicht gereicht. Jetzt hat's aber erwischt, oder? Das erwischt auch. Und nein, das geht wieder zu mir runter. Oh, man. Mach Boom. Jetzt hat sie ihn wieder erwischt. Oder erwischt es nur den Ball und nicht ihn. Ich glaube, das erwischt nur den Ball, auf dem er sitzt und nicht ihn. Kann das sein? Jetzt haben wir das erste Mal ihn erwischt. Oh Gott. Okay. Aber ja, er muss natürlich in seine Shell rein, um zu zeigen, dass er erwischt wurde. Oh no. Okay, so lenke ich das hoch. Perfekt. Das war ja perfekt, aber wirklich. Da kam der Ball. Alles klar. Das war nicht so gut. Also, wir lenken ihn hier, dann lenken wir ihn so ein bisschen noch höher. Und dann... Passt das perfekt. Okay, sehr gut. Also hier ganz lange hochlenken und dann ist er weit genug oben. Ah, hat nicht funktioniert. Das passt. Nice. Eine noch, ne? Aber jetzt habe ich es raus. Na, fast. Ja. Oh. Hat nicht gereicht, schade. Wirklich ganz spät abspringen, dann ist die hoch genug. Und dann trifft sie ihn auch. Nice. Ganz spät abspringen, dann ist die hoch genug. Na, schade. Das müsste passen. Perfekt. Einmal noch. Hopp. Komm schon. Come on. Du willst es doch auch. Das muss passen.
Bam! So. Was habe ich jetzt gewonnen eigentlich? Achso, jetzt kann ich in die Röhre. Nein! Dann kann ich natürlich in die Röhre, ich Vollidiot. Mann, 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 Mann. So nicht. Boom. Ey, wie blöd kann man sein, ne? Ganz im Ernst. Was habe ich gewonnen? Ach ja. No, Gottes Willen. Wieso trifft ihn das denn jetzt nicht? So, jetzt aber. Bam! Das passt auch. Okay, so, jetzt gehen wir mit der Rakete da hoch. Oh, ich hab den Kollegen vergessen. Yo, alles klar. Das hat funktioniert. Aber wenn ich ihn eigentlich nur durch die Röhre da oben muss... Hä, Moment. Jetzt ist er raus. Das ist nicht ganz, was ich suche. Hilfe? Nein, so komme ich nicht dahin, wo ich hin will. Aber ich wollte mich hier durch Damage boosten. Ja, das wollte ich probieren. Ich muss den doch gar nicht bekämpfen dann. Das ist ja komplett... kompletter Quatsch. Ist er jetzt wieder unten? Jetzt ist er wieder unten! Yo! Nein, es hat nicht gereicht. Nein! Aber der Hund ist weg. Ich muss einfach nur hochkommen jetzt. Aber warum zieht's den da plötzlich raus, wenn ich hier rüber gehe? Das ist ja auch wild. Alter! Ach, ich kann nicht neu starten, ich muss mich umbringen. Wobei wir am Ende das gleiche Ergebnis haben. Wenn ich krieg's ja eigentlich mit den Kanonen hin. Ich bin ja nur dumm. Ich dachte, es geht schneller ohne, aber... Wenn ich mich auf dem anderen Weg auch so anstelle, geht's halt auch nicht schneller. Na, daran ändert sich leider nichts. Ich dachte, ich kann mir hier das ersparen, aber... Ach, komm. Scheinbar kann ich das mir nicht ersparen. Das muss passen. Bam. So, Kettendings ist auch weg. So.
hochlotsen und bam. Nice. Einmal noch und dann gehen wir mit der Rakete hoch. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Nu Gottes Willen. Schwert bekloppt, ne? Ist die hoch genug? Nein. Die ist auch nicht hoch. Wobei... Naja, die trifft nicht, schade. Die muss passen. Ich raste aus. Nein, geh weg. Ah, die ist die. Nein, die macht zu schnell kehrt. Ja. Ah. Die muss jetzt aber passen. Die passt. Willst du mich foppen? Die muss jetzt aber passen. Bam. So. Hä? Was? Da geht's nicht rein. Was soll ich tun? Ich dachte, hier geht's jetzt irgendwie weiter, aber... Nö. Und der Pfeil da drüben sagt ja, ich soll zurückgehen. Ja, leck mich doch. Kommt eine Bombe? Hä? Es bringt überhaupt nichts, den zu besiegen. So, also ich hole mir jetzt den Pilz. Und versuche mich da drüben mal hoch zu boosten. Auf den Stein, okay. Und jetzt? Aber warum sagt der Pfeil dann da drüben, ich soll zurückgehen? Yo, ich kann theoretisch die Bälle verwenden, um hier unbeschadet durchzukommen. Oh. Eventuell ist das, was ich tun soll. Ups. Und hier auch mit den Bällen weiter, oder was? Soll ich dann mit den Bällen durch? Ich soll den da oben gar nicht besiegen. Und wenn er das gemacht hat, wenn er das aufgemacht hat, kann ich mit den... Oh mein Gott. Ja, an dem Stein prallt der Ball ab. Oh Gott, ich verstehe. Oha. Plötzlich läuft das Level komplett anders. Super. Wow.
Das heißt, ich muss mir den Weg zurücksuchen, sobald der hier... Ja, wo soll ich denn da hin? Weil ich komme... Oh Gott. Also ich muss die Bombe reinladen, dass sie mir sozusagen da den Weg freisprengt. So, das ist das eine. Oh, jetzt ist ein anderer Ball mit unterwegs. Oder die Bombe macht es rechtzeitig kaputt. Nein, macht sie nicht. Und da wäre der Ball. Okay, okay, wir warten auf drei Bälle, dann machen wir das so. Okay, funktioniert. Kriegen wir hin. Wir wechseln zwischen den Bällen. Eieiei. Aua. Okay. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. So, das ist der zweite. Und mit dem zweiten gehen wir jetzt mit. Und dann kommt der dritte hinterher. Okay. Muss ich den zweiten jetzt aber gut im Blick behalten. Nice. Und jetzt ist hier kaputt. Und jetzt kann ich damit einfach hier hoch. Und dann kann ich damit da weiter runter. Ah! Gottes Willen. Okay. Ey, das muss man erstmal checken. Was die von einem wollen. So. Beziehungsweise eher der Luzi. Checkpoint, danke. Oh mein Gott, wie... ich hab die Stelle komplett nicht gerafft, ne? Okay, Bossfight. Das war blöd. Ah, jetzt mach ich das auch über die Bälle. Okay. Okay, das ist cool. Das ist ein cooler Bosskampf. Das ist ein cooler Bosskampf. Kann ich das nicht einfach normal auch mit Drehsprung? Na, ich kann, genau, ich kann auf ihm genauso auch Drehspringen. Sehr schön. Das funktioniert also grundsätzlich. Das heißt, man bräuchte hier nicht mal die zusätzlichen Bälle. Außer man ist halt blöd. Dann braucht man sie schon. So. Easy. Easy. Okay, was jetzt? Ballon. Aber einfach nur so, okay. Oh, man behält den Ballon durch Röhren. Ah, ja. Coin. Hier unten was? Nein, da ist nichts. Da wollen wir gar nicht hin. Bisher aber keine Gefahr. Das ist schon mal gut. Keine Gefahr ist immer ein gutes Zeichen, dass gleich Gefahr kommt. Coin. Oh! Ach so! Ach so! Dann ist diese Clear Weight nur deswegen da, weil keiner checkt, wie das Level funktioniert. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ne? Huch. Okay. Ja. Hätte ich mir einfacher machen können, das Level. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.